Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch die Pokerpaste von L'Oréal Homme. Falls du da draußen gerade neu auf meinem Kanal bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Support ist kein Mord, denk dran. Also ich freue mich auf deine Unterstützung. So Leute, heute ist die Pokerpaste von L'Oréal Homme dran. Ich war am Wochenende auf einer Hochzeit, ja, und ich habe gedacht, hey, da passt doch nichts besser, wenn man so einen kleinen, schönen, feinen Look haben möchte im Smoking oder im Anzug, wenn man die Pokerpaste von L'Oréal verwendet. So, das habe ich auch gemacht. Ich bin gestartet mit 2 kirschgroßen Portionen und dann habe ich schnell gemerkt, wow, das wird nicht ausreichen und habe dann tatsächlich insgesamt 5 kirschgroße Portionen von der Pokerpaste in meine Haare reingeballert und ich habe dann gedacht so, wow, das muss echt schmierig aussehen, wenn man so viel Produkt in den Haaren hat. Nein, sah es aber nicht. Ich muss ehrlich gestehen, es sah nicht schmierig aus. Ich habe dann meine Haare gestylt, es hat ein bisschen länger gedauert, denn ich habe nur meine Hände zur Verfügung gehabt. Also ich habe keine Hilfsmittel genommen, keinen Kamm oder sonstige Sachen. Ich habe die Haare wirklich nur mit meinen Händen gestylt. So, und ihr denkt jetzt vielleicht, krass, die sehen aktuell aber dann schon so ein bisschen glatt aus. Aber Trick an dieser Stelle, für diejenigen, die sich gerade aktuell auch ihre Haare lang wachsen lassen. Ich habe morgens, nachdem ich mich geduscht habe und bevor ich meine Haare gestylt habe, habe ich mir einen Zopf gemacht, also einen kleinen Man-Bun. Und da waren die Haare noch so ein bisschen feucht und nach 1,5-2 Stunden habe ich die Haare geöffnet und habe dann meine Haare gestylt. Und ich muss sagen, wenn man sich dann morgens so sein Man-Bun macht und die Haare schon ein bisschen nach hinten hat, dann sind die schon etwas geglättet. Also die kommen ja straight dann nach hinten hin und dann liegen die auch schon ein bisschen ordentlicher und man kann die Haare schon ein bisschen besser ordnen. Und wenn man jetzt meine Haare so anschaut, als ich die gestylt habe kurz vor der Hochzeit, da sieht man, dass die schon echt sehr, sehr glatt sind oder angeglättet, ohne dass ich überhaupt Hitze benutzt habe. Also natürlich sehr, sehr gut an dieser Stelle. Habe sie gestylt und das war am Ende das Ergebnis. Ich blende an dieser Stelle einfach mal 1, 2 Bilder ein und ich fand es sehr, sehr gut, das Ergebnis, und habe mir dann heute Morgen nochmal gedacht, ich mache das nochmal und zwar nicht so ganz kräftig nach hinten, also nicht so ganz glatt und fein nach hinten, sondern etwas lockerer. Habe heute Morgen dann in meine feuchten Haare die Pokerpaste reingemacht und habe da auch wieder gemerkt, ich brauche ein bisschen mehr Paste oder ein bisschen mehr Produkt als bei anderen Produkten. Aber gut, ist es manchmal so. Ja, das ist heute Morgen mein Ergebnis geworden mit der Pokerpaste. So, kommen wir zum Rating des Produktes. Das Wichtigste an dieser Stelle. Als allererstes der Geruch. Ich rieche nochmal. Für den Geruch würde ich 3,5 von 5 Punkten geben. Es riecht nicht schlecht, aber auch nicht sensationell. So ein Mittelding. Es riecht ein bisschen nach Friseurladen, aber auch ein bisschen nach Parfum. Nennen wir es doch einfach mal Friseurladen-Parfum. Ich glaube, das trifft es an dieser Stelle am besten. Ja, das ist gut. Kommen wir zur Anwendung des Produktes. Also, ich war mit der Anwendung zufrieden. Ich würde an dieser Stelle 4 von 5 Punkten geben. Also, war echt eine gute Anwendung. Man konnte auch, nachdem man seine Haare gestylt hat, nochmal das Produkt wieder reinmachen. Und es gab kein Verkleben. Also, ich muss sagen, von der Anwendung her echt gut. Kommen wir zum Halt des Produktes. Ja, Leute, diese Produkte versprechen ja meistens immer mehr, als was draufsteht, ja. Hier auf der Verpackung steht zum Beispiel drauf, beim Halt 6 von 7. Ja? Die machen ja immer irgendeine Skala drauf, man weiß natürlich nie, an was das bemessen wird. Ich würde dem Produkt aber keine 6 geben. Auf gar keinen Fall. Der Halt war okay, aber jetzt nicht irgendwie wow. Ja, was geben wir denn mal für den Halt? Schwierig, schwierig, schwierig. Sagen wir 3,5 von 5 Punkten ist an dieser Stelle, glaube ich, gerechtfertigt. 4, ja, vielleicht auch 4, ne, lassen wir es bei 3,5. Das ist, glaube ich, an dieser Stelle okay. Der Halt war in Ordnung, aber auch nicht super, auch nicht gut. Ja. Das war ein bisschen zwischen befriedigend und gut, wenn man es nach der Schulnotensystem machen würde. Also 3,5 von 5 Punkten ist, glaube ich, an dieser Stelle ganz okay. Die Auswaschbarkeit des Produktes. Ja. Ich habe vor kurzem einen über den Latz bekommen. Jemand hat in die Kommentare geschrieben, ey Daniel, was muss das Produkt denn können, wenn man es super auswaschen kann? Warum gibst du nicht 5 von 5 Punkten? An dieser Stelle, Leute, 5 von 5 Punkten für die Auswaschbarkeit. Man kann das Produkt sehr gut auswaschen, wenn man nur das Produkt in den Haaren hat, wenn man es mit warmem Wasser auswäscht, alles ist raus. An dieser Stelle top 5 von 5 Punkten für die Auswaschbarkeit. Der Preis ist heiß. So Leute, man kriegt für 11 Euro nur 75 Milliliter, aber ich muss gestehen, ich finde dieses Produkt sehr gut und für ein gutes Produkt kann man auch mal gerne ein bisschen mehr Geld ausgeben und ich muss sagen, auch 11 Euro, ja, ist immer noch ein günstiges Produkt, wenn man so ein Produkt bekommt. Also ich sage immer noch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Deshalb gibt es an dieser Stelle 4 von 5 Punkten von mir. Kommen wir zum Gesamtrating.
Leute, insgesamt hat das Produkt jetzt 20 von 25 Punkten von mir bekommen. Leute, das ist echt ein gutes Ergebnis. Ich glaube, ich hatte bis dato noch kein so gutes Ergebnis bei den Haarstyling-Produkten. Also ich kann die Pokerpasta auf jeden Fall empfehlen. Ich packe den Link zum Produkt natürlich auch wie immer in die Infobox rein. Könnt ihr einfach mal abchecken, gibt es bei Amazon. Ja, einfach mal ausprobieren, vielleicht funktioniert es für dich. Ich kann es auf jeden Fall guten Gewissens weiterempfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Schreibt auch gerne in die Kommentare rein, was ich als nächstes testen soll. Ich werde Gas geben, Leute. Es sind auch einige Produkte angekommen, also Support ist kein Mord. Denkt dran, ich freue mich über eure Daumen, über eure Kommentare. Deshalb mache ich weiter. Bis dahin, peace out.